Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, mein Name ist Franz Fieberg und ich bin der erste Österreicher, der ins Weltall geflogen ist. Das Ganze war im Oktober 1991, wo ich an der Spitze einer Sojus-Rakete zur Raumstation Mir geflogen bin. Gemeinsam mit meinem russischen Kollegen, der Kommandant war, und einem kasachischen Kollegen sind wir zur Raumstation Mir geflogen, um dort wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Die Raumstation Mir war sozusagen der Vorläufer der heutigen internationalen Raumstation. Damit man an so einem Raumflug überhaupt teilnehmen kann, muss man sehr viel lernen und sehr viel trainieren und sehr viel üben. Da gibt es sehr viel Theorie, die man lernen muss, sehr viel praktisches Training. Da wird der ganze Raumflug simuliert. Man muss verstehen, wie die Rakete funktioniert. Man muss verstehen, wie das Raumschiff funktioniert oder genauso die Raumstation. Da muss man also auch wissen, wie funktionieren die verschiedenen Systeme, die in so einer Raumstation oder in so einem Raumschiff installiert sind, wie die funktionieren. Da gibt es Systeme, die ermöglichen das Leben in der Raumstation, indem genug Luft zur Verfügung gestellt wird, indem genug Wasser zur Verfügung gestellt wird. Dann gibt es Systeme, die die Kommunikation ermöglichen, dass man mit den Bodenstationen sprechen kann oder dass man Videosignale übertragen kann. Und das muss man alles sehr genau wissen, wie diese Systeme funktionieren, weil wenn etwas kaputt ist, muss man auch selber in der Lage sein, das zu reparieren. Da kann man nicht einfach einen Elektriker oder einen Installateur schnell anrufen, der von der Erde kommt und da etwas repariert. Das muss man dann alles selber können. Also ihr seht, das Training und das Wissen und das Lernen ist hier sehr, sehr essentiell. Mein Raumflug hat damals 8 Tage gedauert und nach 8 Tagen bin ich dann am 10. Oktober wiederum zurückgekommen zur Erde. Und das war ein ziemlicher Aufprall auf der Erde, nämlich in verschiedener Hinsicht. Das war körperlich sehr anstrengend, weil man ja in diesen 10 Tagen im Weltall schwerelos ist und da werden die Muskeln sehr, sehr schnell schwach. Das heißt, wichtig ist auch körperliches Training, Muskeltraining, das man dann auch speziell braucht, wenn man wiederum zurück zur Erde kommt. Also alles in allem ein sehr aufregendes Abenteuer. Und aber wie ihr gesehen habt, sehr, sehr wichtig, dass man sowohl körperlich sehr gut trainiert, als auch sehr viel lernt. Und so gesehen ist das Projekt Mission X eine sehr gute Vorbereitung dafür. Das Projekt Mission X wurde von der NASA und von der ESA initiiert, um Kindern auch ein Gefühl zu geben und einen Einblick, was Astronauten lernen müssen, was Astronauten trainieren müssen, wie sie körperlich trainieren müssen. Und Österreich ist hier schon zum 13. Mal erfolgreich dabei und jedes Jahr wird dieses Projekt durchgeführt. Das heißt, diejenigen Kinder der ersten Generation sozusagen in Österreich, das sind heute schon Studenten und möglicherweise schon im Berufsleben. Und es ist immer höchst spannend für mich und interessant zu sehen, was hier alles geleistet wird. Ich bin üblicherweise immer dabei beim Abschluss. Leider kann ich dieses Mal nicht dabei sein. Aber immer wenn ich dabei bin, war es für mich faszinierend zu sehen, mit welchem Eifer und mit welchem Engagement und Einsatz die Kinder hier bei der Sache sind und welche Projekte sie präsentiert haben. Auch besonderen Dank gilt hier den Lehrern, die hier auch mit entsprechendem Enthusiasmus dabei sind. Und da wird das Interesse geweckt, sich mit dem Thema Weltraum, mit der Forschung des Weltraums näher zu befassen, geweckt. Und ich habe auch gehört, dass ihr ja sehr viel da trainiert habt, sehr toll trainiert habt und tolle Projekte habt. Und da möchte ich euch allen sehr herzlich gratulieren. Wie gesagt, schade, dass ich nicht persönlich dabei sein kann vor Ort, um mir das anzusehen. Aber ich habe verstanden, es gibt da einige Fragen an mich und ich freue mich auch, diese Fragen jetzt dann entsprechend zu beantworten. Also gute Frage. Es ist
obwohl die Beschleunigung bei Start und Landung sozusagen in der gleichen Richtung wirkt, nämlich auf das Brustbein, fühlt sich doch ganz anders an bei Start und Landung. Beim Start ist das zunächst in den ersten Sekunden vergleichbar, wie wenn man in einem Flugzeug sitzt und das Flugzeug steht auf der Startbahn und gibt Gas. Da wird man ganz leicht in den Sitz gedrückt und das Flugzeug wird dann immer schneller. Bei der Rakete ist es aber dann so, dass diese Beschleunigung oder der Druck, mit dem man in seinen Sitz gedrückt wird oder in seine Liegeschale, immer mehr wird. Das kann das Flugzeug nicht, die Rakete kann das. Und diese Beschleunigung, dieser Druck, das wird dann immer mehr und erreicht eine Größe von circa 4 bis 5 G, also 4 bis 5 mal Erdbeschleunigung. Und dabei ist dann schon die Hand oder das Brustbein zum Beispiel so schwer, dass man die Hand kaum heben kann. Und dabei verzieht sich auch die Haut und da spannt sich dann die Haut so ein bisschen. Das dauert einige Minuten, bis die erste Stufe abgetrennt wird. Bei dieser Abtrennung werden die Triebwerke in kürzester Zeit abgeschalten. Das ist praktisch ein abruptes Abschalten. Und damit ist auch plötzlich die ganze Beschleunigung weg. Und dann beginnt wieder langsam die zweite Stufe oder die Triebwerke der zweiten Stufe zu arbeiten. Und da steigt dann wieder die Beschleunigung wiederum bis zu etwa vier-, fünffacher Erdbeschleunigung. Und dann beim Abtrennen der zweiten Stufe ist plötzlich wieder für kurze Zeit keine Belastung zu spüren. Und dann beginnt die dritte Stufe wieder langsam mit ihrer Beschleunigung. Und in weniger als 9 Minuten verspürt man dann plötzlich einen Fußtritt in den Hintern. Das ist der Moment, wo dann das Raumschiff von der Trägerrakete abgetrennt wird. Und dann befindet man sich im sogenannten Orbit und umkreist die Erde mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde. Also in weniger als 9 Minuten von 0 auf 28.000 Kilometer pro Stunde. Und entsprechend fühlt sich das an. Bei der Landung wiederum tritt man ganz langsam in die Erdatmosphäre ein und da kommt man aus dem Vakuum, wo keine Luft ist, da gibt es keinen Widerstand und da fliegt man mit dieser schnellen Geschwindigkeit und langsam wird man hier dann von der Atmosphäre abgebremst. Die Atmosphäre ist in dieser Höhe von 100 Kilometer circa noch sehr, sehr dünn und durch das Abbremsen verliert aber das Raumschiff an Höhe und taucht immer mehr in die Atmosphäre ein und fällt immer mehr Richtung Erdboden und wird dadurch immer mehr abgebremst. Und dadurch entsteht auch wieder eine starke Belastung, die aber kontinuierlich ist und die sehr stark ist. Wenn man dann auf circa 10 Kilometer Höhe ist und das Raumschiff sozusagen in einen freien Fall hinunter, fällt, öffnet sich ein Fallschirmsystem. Und das ist ein sehr unangenehmer Vorgang, weil zunächst einmal ein kleiner Fallschirm herauskommt und dadurch beginnt sich dann das Raumschiff um den Fallschirm zu drehen. Das dauert einige Sekunden und dann zieht dieser kleine Bremsfallschirm einen großen Fallschirm heraus. Das spürt man dann. Dann hängt man sozusagen in diesem Fallschirm. Und wenn man das spürt, dann weiß man, jetzt ist so ziemlich alles gut gegangen, was gut gehen soll. Und dann hofft man halt, dass man auch wirklich auf festem Boden landet, denn mit einer russischen Sojus-Kapsel landet man auf festem Boden. Und bei mir war das dann auch Gott sei Dank der Fall. Das ist ganz interessant, wenn man im Weltall in die Raumstation kommt, ist man überrascht, wie groß die Station ist. Man kennt die Raumstation ja schon aus dem Training, allerdings findet das Training hier auf der Erde statt. Da ist das alles relativ eng und klein man hat da Schwierigkeiten, sozusagen von einem Modul in den anderen zu gehen. Im Weltall ist das ganz anders. Da kann man die dritte Dimension wirklich nützen, weil man ja schwebt. Und dadurch ist die ganze Station sehr geräumig. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr nicht nur da jetzt in diesem Raum sitzen würdet, wo ihr jetzt gerade sitzt, sondern zum Beispiel schweben könntet, dann könntet ihr zur Decke hinaufschweben, in einer Ecke oben links zum Beispiel schweben und hättet einen sehr, sehr großen Raum
Und nicht alle werden unten zusammen gepfercht, sozusagen einer neben dem anderen. Also die Station ist eigentlich im Weltall sehr geräumig, wenn man entsprechend das Schweben gut ausnutzen kann. Und dadurch ist es auch da oben nicht wirklich eng, weil, wie gesagt, die dritte Dimension, die wir hier auf der Erde nicht wirklich ausnutzen, dort oben voll ausgenutzt werden. Also in der Raumstation damals während des Projektes Austomir habe ich verschiedene Experimente durchgeführt aus verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen. Da gab es medizinische Experimente und dabei auch neurologische und Blutuntersuchungen, Hormonuntersuchungen. Es gab physikalische Experimente, es gab Materialuntersuchungen, es gab ein Erdbeobachtungsexperiment. Ich kann nicht sagen, welches das Spannendste war. Die waren alle spannend, die waren alle gut, waren alle erfolgreich und so gesehen muss ich sagen, war das toll, so wie es ist und ich kann jetzt nicht eines hervorheben. Wie gesagt, die waren alle spannend und interessant. Zunächst einmal die kurze Antwort ist nein, man kann keines anderen Satelliten oder Weltraumschrott sehen. Wenn man Glück hat, kann man, und das ist schon ein zweimal passiert, kann man, während man in der Raumstation ist, einen Raketenstart sehen, der dann sozusagen Materialien zur Raumstation bringt. Aber sonst ist das üblicherweise nicht der Fall, dass man Satelliten oder Raketen oder Weltraumschrott sieht. Das Problem ist allerdings schon so, dass sich der Weltraumschrott jeden Tag erhöht, aufgrund von verschiedenen Ursachen, weil es einfach eine Vielzahl von neuen Satelliten gibt, die jetzt schon fast täglich oder zumindest wöchentlich gestartet werden und ins Weltall geschossen werden. Und diese Satelliten haben eine Funktion und eine gewisse Funktionszeit und nach einer gewissen Zeit, einiger Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, ist diese Lebensdauer der Satelliten abgelaufen und die haben keine Funktion mehr. Und die schweben dann als Schrott im Weltall. Und da gibt es schon sehr viele. Und nach weiteren 10 Jahren, wenn die schon nicht mehr aktiv sind, kann es sein, dass es in den Satelliten zu Explosionen kommt, weil Batterien explodieren zum Beispiel. Das heißt, dann werden schnell aus einem großen Trumm viele kleine Trümmer. Und dann kann es sein, dass irgendeine Rakete im Weltall explodiert, dann kommen wieder viele tausend kleine Trümmer dazu. Und so hat sich über die Jahre schon eine sehr, sehr große Zahl von Schrottteilen angesammelt. Und zwar mittlerweile schon so viele, dass das eine Gefahr für die bemannte Raumfahrt darstellt. Deswegen kommt es schon vor, dass die Raumstation ab und zu immer Manöver, Ausweichmanöver machen muss, um solchen Teilen auszuweichen. Diese Schrottteile kann man von der Erde aus sozusagen beobachten und die werden auch genau kontrolliert. Da gibt es in Hawaii und in Europa Stationen, die das laufend kontrollieren und schauen, dass hier nicht irgendwelche Schrottteile gegen die Raumstation fliegen, weil sie sonst zu einem Ausweichmanöver kommen müssen. Also das Problem wird immer mehr, weil auch leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sieht, immer mehr Raketen ins Weltall starten und immer mehr Satelliten ins Weltall gebracht werden. Die Satelliten braucht man für die Erdbeobachtung zum Beispiel oder man braucht es für Kommunikation, fürs Internet, dass die ganze Erde mit Internet entsprechend umgeben ist, damit wir hier auf der Erde mit unseren Handys entsprechend gut kommunizieren können. Also da muss man in Zukunft schauen, dass hier auch Vorsorge getroffen wird, dass sich diese Schrottteile nicht noch dramatisch erhöhen. Und da ist sicherlich, da sind die Wissenschaftler und die Ingenieure gefordert, hier entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Ja. Auch das ist eine sehr gute Frage, die durchaus nicht oft kommt.
Also, die Geräusche in der Raumstation, das ist schon eine sehr interessante Sache. Es ist nämlich ziemlich laut in der Raumstation. Und warum ist es laut? Weil hier dort laufend viele Ventilatoren fast dröhnen oder arbeiten, die dazu da sind, die Luft dauernd in der Raumstation zu zirkulieren. Warum muss man das machen? Das muss man machen, weil sonst, ihr müsst ja bedenken, dass jeder Mensch, wenn er einatmet, Sauerstoff einatmet und dann wird in der Lunge, Sauerstoff ausgetauscht mit CO2, das aus dem Blut kommt, und das CO2 wird ausgeatmet. Hier auf der Erde durch die Schwerkraft wird das CO2 gleich mit der restlichen Luft vermischt. Das passiert in der Schwerelosigkeit nicht. Wenn man jetzt nicht die Luft in der Raumstation permanent verändern würde und durchmixen würde, würde sich um den Kopf langsam eine CO2-Wolke bilden. Und was passiert dann? Dann wird der Sauerstoff weniger und weniger und man würde ohnmächtig werden. Umfallen kann man ja in der Raumstation nicht, weil man ja schwerelos ist, aber man wird trotzdem bewusstlos und das ist nicht sehr angenehm. Deswegen muss laufend die Luft zirkuliert werden und das passiert über Ventilatoren und die machen einen ziemlichen Lärm. Wenn ihr schon einmal mit einem Flugzeug geflogen seid, so ist es in einem Flugzeug relativ leise, aber es ist ein vergleichbarer Lärm. In der Raumstation ist es nur um einiges lauter. Das Spannende ist auch, wie riecht es in der Raumstation? Das kann man gar nicht genau sagen. Warum kann man es nicht genau sagen? Also ich kann mich erinnern, wie ich in die Raumstation gekommen bin, aus dem Raumschiff in die Raumstation hinein. Da war es ein kurzer Tunnel. Da hat es sehr metallisch gerochen, weil das alles Metall war. Aber in der Station habe ich dann vielleicht 2, 3, 4 Sekunden gemerkt, dass es da heute anders riecht. Und ihr kennt es aber selber, sehr schnell gewöhnt man sich dann an das andere Riechen und man merkt dann nicht mehr, dass das anders riecht. Ihr könnt es selber mal ausprobieren. Wenn ihr eine Stunde lang im Klassenzimmer sitzt und die Fenster geschlossen habt und die Tür geschlossen habt und dann geht es hier kurz raus, die frische Luft, lasst aber das Klassenzimmer zu und dann kommt es wieder hinein, da wird sie merken, dass es da drin ganz komisch riecht, das aber gleich wieder vergeht und man merkt es nicht. Das heißt, man kann es gar nicht wirklich genau definieren, wie es da in der Raumstation riecht. Wenn man da zurückkommt zur Erde und atmet dann wieder frische Luft, dann merkt man, dass es da oben doch einen Geruch hat. Ja, also die Schwerelosigkeit, das ist natürlich ein wesentliches Element bei einem Raumflug und die fühlt sich ganz cool und toll an. Auf der Erde kann man es nur ganz kurz erzeugen, Schwerelosigkeit, wenn man mit einem entsprechend ausgestatteten Flugzeug fliegt. Da kann man bis zu einer halben Minute Schwerelosigkeit erzeugen, wenn das Flugzeug entlang einer sogenannten Wurfparabel fliegt. Sonst geht es auf der Erde nicht. Ein ähnliches Gefühl, das in die Richtung geht, ist, wenn man unter Wasser ist und mit einer Taucher, Ausrüstung unter Wasser ist und unter Wasser schwebt. Das Gefühl ist extrem toll, man schwebt, man hat kein Gefühl mehr für oben und unten. Also es gibt hier keine Schwerkraft mehr, die ist aufgehoben in der Schwerelosigkeit. Da ist man nur, hat man nur mehr die Optik als Hilfsmittel, um festzustellen, wo ist jetzt eigentlich oben und unten, obwohl es das eigentlich gar nicht mehr gibt. Wenn man sich jetzt bewegen will, so muss man sich oder so braucht man sich eigentlich nur ganz leicht von der einen oder von der Seite abstoßen, und schwebt sofort in die Richtung, in die entgegengesetzte Richtung, wo man sich abgestoßen hat. Am Anfang, wenn man also frisch in der Schwerelosigkeit ist, dann macht man auch den Fehler, dass man sich viel zu stark abstoßt. Und dann prallt man auf die gegenüberliegende Seite. Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit und eine gewisse Übung, bis man hier lernt, das Abstoßen entsprechend zu dosieren und auch die Richtung, richtig zu bekommen, damit man auch in die richtige Richtung schwebt. Aber das sind Dinge, die lernt man sehr schnell in wenigen Minuten oder Stunden. Und vor allem dann die Kosmonauten und Astronauten, die schon Wochen oder Monate lang oben sind. Die sind da oben sehr, sehr flink, und schweben die ganze Zeit.
ein ganz tolles Gefühl. Ja, also auch das ist eine gute Frage. Die Kommunikation hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch ziemlich wesentlich geändert. Zu meiner Zeit, vor mehr als 30 Jahren, da hat es kein Internet noch gegeben. Da war die Kommunikation über Funk, über Satelliten mit Satellitenstationen. Und dadurch war es nur zu bestimmten Zeiten möglich, mit dem Boden zu sprechen, mit der Bodenstation. Von der Bodenstation konnte man dann zu bestimmten Zeiten und bestimmten Anlässen auch einen Kontakt mit der Familie herstellen. Bei mir war das eigentlich nicht wirklich der Fall. Das war immer sozusagen verbunden mit einem offiziellen Anlass. Damals hatte ich die Gelegenheit, mit dem österreichischen Bundespräsidenten zu sprechen. Da wurde ein eigenes Satellitensystem im Technischen Museum aufgebaut. Da ist der Herr Bundespräsident dorthin gefahren und dann konnte ich mit ihm sprechen. Und wie gesagt, das ist über Satelliten, über die Bodenstation in Moskau und dann nach Wien gegangen ins Technische Museum. Meine Frau, die war damals eingeladen, die konnte dorthin und so konnte ich mit ihr sprechen. Aber die Gelegenheit, dass ich mit ihr sozusagen unter vier Augen, ohne dass jemand zuhört oder zusieht, diese Gelegenheit, die hat es damals nicht gegeben. Das war einfach so, weil die Kommunikationsmittel noch nicht so ausgereift und so toll waren wie heutzutage. Heutzutage ist es natürlich anders. Da gibt's also Internet, da gibt's Handys, da kann man jederzeit mit der Familie sprechen. Also hier hat sich das wirklich grundlegend geändert. Damals war es auch so, dass es nur zu bestimmten Zeiten überhaupt eine Verbindung zur Bodenstation gegeben hat. Und dann waren gewisse Zeiten während einer Erdumdrehung, und die Erdumdrehung hat hier 90 Minuten dauert das, und da war vielleicht die Hälfte der Zeit oder ein Drittel der Zeit überhaupt keine Verbindung mit dem Boden vorhanden. Und dann hatte man sozusagen auch wirklich Ruhe und keine Möglichkeit, mit der Bodenstation zu sprechen. Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Wenn man aus dem Fenster schaut und sieht die Erde und diesen tiefen schwarzen Universum, kommen einem verschiedenste Gedanken. Zunächst einmal hat man wirklich das Gefühl, wenn man da in dieser Raumstation schwebt, dass man eigentlich nicht mehr Teil dieser Erde ist. Man ist außerhalb der Atmosphäre und wenn etwas passieren sollte, ist man wahrscheinlich weg und endet irgendwo im Weltall. Das ist schon ein ganz interessantes Gefühl. Und dann hat man natürlich verschiedenste Eindrücke, wenn man auf die Erde schaut. Und da ist man zunächst einmal beeindruckt von der gewaltigen Schönheit unseres Planeten. Das heißt ja auch der blaue Planet. Warum heißt der blaue Planet? Weil drei Viertel der Erde mit Wasser bedeckt sind. Und wenn man wirklich die Kugel sieht und drei Viertel dieser Kugel sind mit Wasser bedeckt, dann sieht man das, dann ist der blaue Anteil oder der Anteil von Wasser extrem hoch und man sieht die Gebirge, man sieht Kontinente, Flüsse. Es ist wirklich fantastisch, die Erde hier vom Weltall aus zu sehen. Allerdings sieht man nicht nur die schönen Dinge der Erde, sondern man sieht leider auch die Schäden, die die Menschheit an diesem Planeten angerichtet hat oder anrichtet. Und wenn man das sieht, dann wird einem erst bewusst, was man alles machen muss, damit man den Planeten rettet. Wie ich damals geflogen bin, hat man schon sehr klar gesehen, wie die Urwälder in Brasilien abgebrannt wurden. Da sieht man viele Feuerstellen und durch den Wind, den Rauch, der da hier verblasen wird, der Zeugnis davon ist, wie diese Wälder abgebrannt werden. Man sieht verschmutzte Flüsse, die in einen Ozean oder in ein Meer oder in eine See hineinfließen und wo das Wasser lange braucht, um den Schmutz sozusagen aufzulösen. Man sieht Riesenflächen ausgetrocknete Seen durch Menschenhand entstanden
wo Seen ausgetrocknet sind, weil der Mensch das Wasser irgendwie abgeleitet hat und das sehr ineffizient verwendet hat. Das heißt, wenn man diese Dinge sieht, wird einem bewusst, dass man sich wirklich sehr aktiv für den Schutz unserer Umwelt einsetzt. Ganz interessant war speziell Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die wir ja in 24 Stunden 16 Mal erleben, weil es für eine Erdumdrehung 90 Minuten dauert oder 1,5 Stunden. Und immer während dieses Moments des Sonnenaufgangs oder Untergangs sieht man die Atmosphäre oder wie dick die Atmosphäre ist. Und die ist extrem dünn. Das ist vergleichbar mit der Schale eines Apfels. Also wenn ihr einen Apfel schält, so dick wie die Schale ist, ist in etwa die Atmosphäre unserer Erde. Und da wird einem bewusst, dass das sehr, sehr dünn ist. Und das ist aber die Atmosphäre, die das Leben von uns Menschen hier auf der Erde sicherstellt. Und wenn wir das ruinieren, dann werden wir auch keine Möglichkeit mehr haben, hier zu überleben. Das heißt, der Appell gilt an alle, sich für den Umweltschutz aktiv einzusetzen und schauen, dass wir unsere Umwelt nicht ruinieren. In diesem Sinne auch seid ihr aufgerufen, in dieser Richtung entsprechend auch euer Leben zu gestalten. Ja, also ich bin beeindruckt von den Fragen, die ich von euch erhalten habe. Bin beeindruckt von dem, was ihr geleistet habt im Zuge eurer Projekte. Ich möchte euch eigentlich zum Abschluss nur einerseits alles Gute wünschen für eure Zukunft. Es zahlt sich aus, in der Schule fleißig zu sein und zu lernen. Es zahlt sich aber aus, auch sportlich etwas zu tun. Und vor allem das Wichtigste ist, immer viel Spaß zu haben im Leben. Und scheut euch nicht, eure Träume zu leben. Ihr müsst nicht immer die Besten sein in der Schule, auch wenn das jetzt vielleicht die Lehrer nicht gerne hören, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass ihr Spaß habt zum Leben und eure Träume, so gut es geht, verwirklichen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute in eurem weiteren Leben.